So, weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der Mission der Neuen in der Stadt. Wir müssen den Tempel der... Das ist immer total toll, wenn ich so Dinge finde, rausfinden muss. Okay. Warte mal. Wenn du einen festgestandenen Tupelus hast, zieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen. Also mal Richtung Pyramide gucken. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre. Gut, warte mal. Pyramiden sind... Ja. Nach Westen. Da müssen wir wohl nach Westen reiten. Aber sie geht nicht der hier, ne? Das wäre... Ich bin mir nicht sicher, glaube nicht. Ein Stein und ein Löwen. Spiele ich gerade. Ich glaube aber nicht, dass es der war, wo wir vorbei sind. Wie bringen wir denn da? Was ist denn das?
gesehen, ist schon wieder ein GC. Das ist echt wirklich. Da vielleicht, ja, da? Es könnte sein, dass es der da ist. Diese goldenen Dünen. Das könnte der sein, das dürfte der auch sein. Das ist aber eigentlich Zufall gewesen, dass ich den jetzt mal entdeckt habe. Bewacht von, was war das, goldene Löwen? Löwinnen. Naja, ist egal. Aber spontan würde ich fast sagen, das ist der. Das ist aber der gefühlt einzige Tempel. Zwischen goldenen Dünen. Und das könnte ja nur sein. Oder bist du das da? Das kann doch nicht auch sein. Probieren es mal. Okay, das ist doch, das könnte da vorne sein, oder? Weil ich bin mir, ich weiß es echt nicht. Goldene Löwen. Statue da oben. Golden, hier sind doch die Löwen. Ja, das ist der. Komm her jetzt hier. Nein, 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 nein!
Dann haben wir doch das Ding. So, dann machen wir uns mal dahin. Und gehen mal da rein. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Wir plündern mal ein bisschen rum. Gute Lösung. Aber erst mal plündern. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Gebet. Ein Gebet. Ach, da unten ist noch was ich nie übersehen habe erst. Diese Männer, die waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. So, sprich mir nie. Oh, da waren ein paar Schlangen drin. Conny? So, da ist Nee. Ah, Bayek. Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch. Ich wusste es. Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebelfer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Quest abgeschlossen, in Neue in der Stadt. So, gut, die nächste Quest, würde ich sagen, ist das Klagen der Arbeiter. Und das sehen wir uns in der nächsten Episode an. Bei Assassin's Creed Origins. Bis dann.